Jetzt kommt mein stürmisches Solo-Debüt! Ja, endlich ist er mal allein. Und was macht er? Nichts anderes, als er schon ewig gemacht hat. So, diese Dingsbums, das nutze ich gleich, um euch mal das Extra-Kommando von Flammbrüder zu zeigen. Wenn ich es schaffe. Ja, jetzt kann Mario hier einen riesigen Feuerball formen. Wenn ich früh genug A drücke, manchmal geht er trotzdem vorbei. Dann ist es nämlich nicht mehr Tennis, sondern Volleyball. Und das zieht ziemlich viel ab und Claude brennt. So. Das ist jetzt wegen Piranha Blues, was wir hier gesehen haben. Ja, klar. Naja, also wenn wir mit Luigi jetzt Schaden zufügen mit dem Hammer, dann füllt es seine HP langsam auf. Naja, Flammbrüder ist trotzdem etwas langwierig, das kotzt mich so ein bisschen an. Aber es ist stark. So, und was machen wir hier? Donnerbrüder. Ups, falscher Knopf. Nein! Okay. Ich muss auch erst wieder reinkommen. Ich hab ja immer... Wow, 20 zieht er ab. Das... Oh mein Gott. Und tot. Oh mein Gott, war das schwer. Aber er hat viel abgezogen. Naja. Hoppel ist ja allein nicht so gut. Und wir erhalten die nächste Sternbohne. Du erhältst ein Sternbohnenfragment. Du brauchst noch ein Fragmente. Schon wieder verloren. Aber beim nächsten Mal. Moment mal. Wie? Was? Wo ist er hin? Warte. Vielleicht ist es noch im Boden. Da ist nichts. Das gibt's doch nicht. Warum kann der das und wir nicht? Das ist doch... Ich hasse es. Und was ist da? Nichts. Da ist gar nichts. Oh mein Gott, kotzt mich das an. Okay, ich gehe mal raus aus diesem Grenzwald. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder hin. So, ja, ich bin im Bodenland und ich habe endlich die Röhre für da unten gefunden. Die Nummer 4. Yes, okay. Ist ja egal. Ich gehe mal weiter. Okay, wir sind da. Ihr erinnert euch noch sicher noch an diese Statue hier. Die können wir ja jetzt bewegen. Und da unten befindet sich dann, glaube ich, das letzte Sternbohnenfragment. Ja, was dann kommt, seht ihr dann. Okay. Hier ist noch irgend so eine Bohne. Ja. Wohin? Da, wo die Sternbohne nicht ist. Also nach unten. So. Also nach unten halt nicht hin. Wow, das sind aber viele Bohnen. Ja. Eine Lachbohne. Ich brauche mehr Lachbohnen. Da, okay, jetzt gehen wir runter. Da sehen wir mal schon wieder eine Grimsebohne. So. Das Wasser jetzt aber mal genug, oder? Naja. Speicherblock, das bedeutet. Nein, nicht zwingend Endboss, aber irgendwas Doofes halt. Irgendwas, was man in so einer Sitte. Bodenland Süd, Auas Atelier. Aua! Aua! Diese Aussprache, das tut dir weh, aua. So. Bewerb für Pumpenassistenz bitte eintreten. Gezeichnet Karl Auer. Karl Auer. Da oben ist sie ja. Wow. Oh Mann! Das ist für mich ist das vollkommen unmöglich. War das nicht. Nein, war nicht. Okay, ich dachte, das ist derselbe Typ aus dem Schiff, der dem damals die Arbeit auch schon nicht gefallen hat. Uff, ihr habt so viel Wasser getrunken. Ja, hau ab. Okay.
Oh mein Gott, was ist denn das für eine Cruella de Vil? Also wirklich? Wo meinen Sie? Nicht ein Schlappschwänze. Und sowas in einem Kinderspiel, also wirklich. Ah, hier reinspaziert. Ich bin der berühmte Modedesigner Karl Auer. Was? Das ist ein Mann? Ich spreche ihn trotzdem hoch, schaut aus wie Cruella de Vil. Ihr kennt mich? Ihr kennt mich? Ah ja, klar. Wollte ich also auch als Assistenten für das Pumpendesign bewerben? Wenn ihr eure Sache gut macht, bekommt ihr eine Belohnung. Diese exquisite Belohnung ist... eine Bohne, die vom Himmel gefallen ist. Ja, das brauchen wir. Hey, was gibt's da zu meckern? Was? Wir haben gar nicht gemeckert, wir haben uns gefragt. Also, alles klar. Dann dürft ihr mir beim Pumpendesign helfen. Wenn ihr zügig arbeitet, seid ihr auch zügig fertig. Ich erkläre euch während der Arbeit, wie ihr es macht. Erst trinkst du Wasser, bis du rundum prall bist. Und wenn du voller Wasser bist, dann stellst du dich auf diese Fußabdrücke. Ein Fußabdruck! Ein Hinweis! Probier es mal aus. Okay, rup. Ja. Und jetzt rauf. Ich erkläre euch erstmal den Produktionsablauf. Erst werden die Kleider gefärbt. Drück B, um die Farbbombs mit Wasser zu beschießen. Versucht es mal. B. Blau. Die Farbe des Farbbombs wird zur Farbe der Kleidung. Wenn ihr mehrere Farbbombs trefft, dann ist die Farbe des Stoffes eine Mischung der Farben. Merkt euch das gut. Und noch ein Punkt. Wenn ihr einen Stoff falsch gefärbt habt, dann sagt es mir. Ich kann euch jeden Stoff wieder bleichen. Wenn der Stoff gefärbt ist, wird er als nächstes gemustert. Und jetzt schießt er Wasser auf den Musterbombs, um ein Muster auf den Stoff zu machen. Musterbombs? Ist das jetzt ein Fehler gewesen? Das Muster der Musterbombs. Das wird das Muster auf der Kleidung. Die Muster der Musterbombs sind gestreift, gepunktet und kariert, oder? Ja, kapiert und kariert. Kapiert? Nebenbei, wenn ihr mehr als zwei Musterbombs trefft, gibt es immer ein Sternmuster. Merkt euch das. Verstanden? Wenn das Muster fertig ist, entscheide ich, ob es zu meiner Einstellung ist. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt. Jetzt brauche ich 4 Kleidungsstücke von euch. Verstanden? Zweite Erklärung, und jetzt mit Volldampf an die erste Aufgabe. Die Farbe muss rot sein, aber das Muster ist egal. Okay, rot und egal. Rot, ja. So. Noch mehr Wasser. Und... genau so, so muss es sein. Okay, das nächste Muster ist... ich brauche gelbe Kleider. Und macht sie kariert. Gelb und kariert, okay. So. Und... wupp. So. Genau so, so muss es sein. Und jetzt das nächste. Das nächste Muster ist... macht mir violette Kleider. Ich will ein Punktmuster sehen. Violett, oh mein Gott. Da müssen wir ja denken. Rot und blau, okay. Okay. Das könnte schwierig werden. Scheiße! Ja, nochmal versuchen, okay.